Schönen guten Tag. Hier ist wieder der Vorbuddler von minenarbeit.de. Ich freue mich, dass ihr mal wieder zuguckt. Wir sind hier in der Silbermine, unweit von Bad Schönfels. Ich habe festgestellt, dass man hier wirklich sehr bequem, also eigentlich noch sehr ganz okay, passabelmäßig so irgendwie zu Fuß hinlaufen kann. Es gibt sogar eine Sandbankverbindung zwischen Bad Schönfels und diesem Ort der Silbermine in einem ganz neuen, schönen Tal, in einer schönen Gegend, die mir sehr gut gefällt. Jetzt bin ich hier, wie ihr seht, ich habe jetzt das mal endlich getan, was ich eigentlich immer tun sollte, sobald ich mich mal etwas tiefer in Höhlen wage und Material, also Ressourcen einsammle. Ich habe mir jetzt hier so einen kleinen provisorischen Unterstand gebaut, habe hier sogar schon so Eisen geschmolzen, was ich so gefunden habe, und eine Kiste angelegt. Hier seht ihr auch, warum die Mine Silbermine heißt. Ich weiß nicht, ob die beim wirklich irgendwie was verändert haben hier in dem Spiel. Man findet wirklich viel Silber. Und jetzt tue ich auch mal etwas, was viele von euch bestimmt freut. Ich nehme 3 Silberbarren. Und was mache ich da wohl mit? Ja, natürlich. Ich baue mir eine Silberaxt. Ne? Das ist immer ein großartiger Moment. Wenn ich sowas tue, dann wisst ihr eigentlich, dann ist es höchste Eisenbahn. Dann muss dafür ein Grund bestehen. Ein handfester Grund. So. Verlassen wir jetzt unsere Unterkunft. Wir sind noch ganz relativ weit oben. In der Höhle. Oh. Seht ihr das? Ne? Und, die ist riesengroß. Ich habe sie wirklich etwas erkundet inzwischen. Und sehr, ja, doch einigermaßen beleuchtet. Aber sicher sein kann man sich nie. Ich habe auch diesen Dungeon, von dem ich, den ich ja immer da unten noch vermute, den habe ich immer noch nicht gefunden. Das Skelett scheint jetzt dahinter gefallen. Das ist gut. Das ist unsere Chance. Ja. Aber trotzdem, immer vorsichtig. Ihr wisst, was mir in der letzten Folge passiert ist. Ja, ich fühlte mich sehr sicher, war fast wieder zu Hause, sag ich mal, und schon hatte mich ein Creeper erwischt. Ob hier hinter vielleicht noch? Also ich höre die immer plätschern. Ich meine, damit möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufhalten. Die Höhle hier, die ist so groß, die Silbermine. Was mache ich hier eigentlich? Die ist so unwahrscheinlich groß, dass wir hier mit Sicherheit noch etliche Male hinlaufen werden. Deswegen will ich mal versuchen, diesen Besuch hier jetzt auf diese eine Folge hier zu begrenzen. Wir werden mit Sicherheit wiederkehren. Die ist wirklich groß. Und ich versuche jetzt mal weiter nach unten zu kommen, um dort... Aha. Puh. Ihr wisst ja, wie ich mich fürchte vor den Skeletten. Ja. Sehr beunruhigend, dass die hier auch wirklich immer noch spawnen. Ich empfinde das eigentlich als relativ hell. Also mehr würde ich die jetzt nicht beleuchten wollen, die Höhle. Um einfach mal Fackeln zu sparen. Ich habe wirklich nochmal extra Fackeln gemacht und alles. Das Schöne an Höhlen ist ja, dass man wenigstens genügend Kohle findet. Holz habe ich immer ein bisschen dabei. Hier geht es nach draußen. Da oben, das sieht man jetzt nicht, aber da ist, ja, es ist wohl offenbar gerade Nacht draußen. So, ich hüpfe hier noch ein bisschen runter und fange jetzt auch direkt mal an, damit wir hier auch ein bisschen noch mitnehmen können. Das tue ich alles, um Material zu sparen, immer noch mit Steinaxt. Das ist ganz klar. Ne? Also ich bin halt so ein Silberfetischist. Ne? Hier kann man nicht runter. Ne, hier war ich noch nicht, aber ihr seht, jetzt schon Lava. So tief sind wir, glaube ich, noch nicht. So unwahrscheinlich. Vorsichtig. Vorsichtig. Hier mal lang. Das ist echt, hier kann überall noch irgendwas. So, hier ist natürlich unwahrscheinlich viel Kohle am Start. Ah! Eine Spinne? Ah! Du Mistvieh!
kommt die denn her? Jetzt werde ich aber sauer. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch erschreckt, ne? Das ist immer sehr schön. Das ist wirklich das Minecraft-Erlebnis überhaupt. Wie ihr wisst, ist das Spiel ja irgendwie gar nicht blutrünstig und sonst was gemacht. Das ist ja alles eigentlich eher nett und schön. Ne? Abgesehen von meinem Texture-Pack natürlich. Aber, oh, keine gute Idee. Schade, schade, schade. Aber gut, wir können jetzt wenigstens hier runter gucken. Ich mache das aber wieder zu, damit wir da nicht reinfallen. Ja, und obwohl das relativ harmlos alles ist... Ach, guck mal, du kommst von oben. Danke für den Hinweis. Mein lieber Freund, wo kommst du denn her? Von da oben, aha. Ja, ja, kommt er da angerauscht, ne? Hauptsache bringt ihn auch ein paar Freunde mit. Ja, trotzdem erschreckt man sich dauernd an allen Ecken. Man hat auch teilweise hier in diesen dunklen Höhlen also wirklich Angst. Das ist für Leute mit irgendwie hier so Klaustrophobie und was. Das ist das, glaube ich, nicht so das Spiel, ne? Oder vielleicht gerade, weil es kann ja eigentlich nichts passieren, ne? Man fürchtet sich, man sollte das dann nachts spielen und das Zimmer dunkel machen. Oh. Ach, das ist... Uiuiui, hallo. Also ihr seht, ihr erlebt jetzt wirklich mal so richtige paar Minenarbeit-Momente, ne? Obwohl ich jetzt hier auch schon mal wieder ein paar Minuten weitergemacht habe. Seht ihr, es lohnt sich immer noch. Es ist so viel zu gucken und einzusammeln. Ja, hier ist es kein guter Ort. Das ist hier kein guter Ort. Ich laufe mal in die andere Richtung. Ah, hier muss ich runter. Pass mal auf. So. Aber selber nochmal immer gucken. Aha, 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 okay. Wo geht's denn da lang? Nirgendwo lang? Uah. Nein, nicht so. Jetzt werde ich wieder von hinten angegriffen gleich, pass auf. Die Kohle nehme ich mit. So. Ich erzähle nicht ganz so viel, wenn ich in Höhlen bin, ne? Weil ich das zu gefährlich finde. Hier, alles einsacken. Ich weiß nicht, sollen wir schon hochlaufen und das in Sicherheit bringen? Nee, ne? Das ist noch ein bisschen zu früh dafür. Oh, hier stehen die Fackel links, das heißt, ich renne wieder... Oh. Ich bin eigentlich wieder an meiner Höhle. Ich bin irgendwie jetzt nicht so wirklich weit vorangekommen. Irgendwie im Kreis gelaufen. Das ist nicht gut. Ich weiß aber, das geht auf jeden Fall hier lang. Hier war ich eigentlich richtig. Hüpfe ich einfach nochmal hier runter. Schat hier nix. Ah, ich sehe auch schon was. Ne? Gold, Gold. Zombie. Sicher ist das hier nicht. Mal die Lage checken gehen, ne? Oh. Okay. Oh Mann, ich hab Angst. Ich hab echt Angst jetzt, dass mir wieder was passiert. Seht ihr, wie tief das da unten noch weitergeht? Das ist gar nichts, da war ich auch schon. So, ich sag mir eben hier, das, wie heißt es noch? Gelb. Nee. Gold. Gold, das nehme ich mit. Nicht das, das war Kohle. Schwarzes Gold. Nehme ich auch mit. Oh Mann. Komm, das müssen wir jetzt einpacken. Oh, ich sehe auch schon gerade. Ich glaube, die Folgen, das wären doch zwei Folgen hier in der Höhle. Das geht gar nicht so schnell, wie ich dachte. Selbst wenn man sich schon ein bisschen umgeguckt hat. Hier war doch noch ein anderer Weg. Warte mal, wie war denn das noch? Da hoch? Nee, hier können wir höchstens mal eben noch die Kohle mitnehmen. Ich mag das ja irgendwie, wenn man den Rücken so zukehrt, ne? Ui, da ist auch noch was. So, hier lag das Gold. Da sind wir hergekommen. Hier stehen die Fackeln hier links, ne? Also müssen wir noch irgendwie gucken. Wo geht's denn?
Da hinten noch, war da auch noch. Ah, nee, da war das mit der Spinne. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Hier ging es noch runter, da waren wir vorhin. Hier geht's offenbar wieder raus. Mal gucken, wo, ob hier noch irgendwas ist. Hier geht's auf jeden Fall wieder raus. Fackeln sind links. Oh, jetzt bin ich aber hier runtergefallen irgendwie. So. Ah, okay. Ja, da ist wieder einer. Ach, da drüben. Ja, komm. Kein Problem. Du kannst mir auch was erzählen. Na mal, erzähl mir doch mal was. Komm. Oh ja, ist das Zombie-Sprache? Komm, ich hau dich. Ja. Irgendwann kann ich die perfekt nachmachen. Oh! Aber hallo! Oh-oh. Oh-oh. Da, wusste ich's doch. Ah! Ja! Wir werden reich! Ja, wenn wir nach Hause kommen, können wir uns alles kaufen! Ja, Frauen und was zu saufen! Ja, wundert euch nicht, das ist jetzt das Höhlenfieber. Ne? Wenn ich so anfange zu spinnen, dann... Dann ist das das Adrenalin oder so, das, ne? Da kann ich da nichts gegen tun. Da können jetzt nur Sprengwürmer was gegen tun und Skelette. Die ernüchtern mich dann wieder, ja? Die hauen mir dann wieder einen rauf und dann bin ich wieder wach, mehr oder weniger. Ach, hier ging das nicht auch noch hier rauf? Wie war das denn noch? Oh ja, hier war so ein Wasserfall. Ach so. Mensch, das ist alles so verwinkelt. Und man kommt immer an der gleichen Stelle raus, irgendwie. Wir hatten uns in irgendeiner Folge diesem Wasserfall nämlich von oben genähert. Jei, jei, jei. Jetzt bin ich hier auch noch reingefallen. Komm. Haben wir alles mitgenommen? Ja, dann gehen wir wieder mehr runter. Runter ist immer besser. Ach, hier bin ich. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, ich kenne mich noch einigermaßen aus. Werde also im Notfall auch flüchten können. So. Ne? Wie heißt diese Mine? Silbermine. Was ist das hier für ein Material? Metall? Nein. Falsch. Es ist Silber. Auf jeden Fall. Oh, hallo. Was ist denn jetzt los? Hä? Das war aber komisch. Guck mal, da kommt Wasser her. Aber nicht mehr lange. Das ist natürlich uns völlig im Weg. Ah. Freunde der Nacht. Ah, herrlich. Ich könnte das den ganzen Tag tun, ja? Silber kloppen. Wenn ich mir vorstelle, ich fülle damit meine Schatzkammer und dann jeden Abend gucke ich dann, gehe ich in diesen Schatzkammerraum und dann öffne ich die Truhen und schaue mein Silber an. Das finde ich schöner als Gold. Finde ich auch wirklich. Auch so Silberringe oder so, das ist ja viel schöner als Gold, oder? So. Tata, hier geht's noch weiter. Hier geht's immer noch weiter. Hier geht's, guck mal, hier geht's immer noch weiter. Sollen wir den trocken legen? Sollen wir den trocken legen? Und dann mal gucken, was da passiert. Und dann mal runter. Also, weil hier, da war ich noch nicht. Und guck mal eben, 21, das ist schon ein richtig cooles Diamantenfinde-Level. Mal zu schweigen von Lapis Lazuli und so solchen Geschichten. Ne, und was weiß ich noch alle, so Monster und so. Sollen wir das mal machen? Ja, pass auf, das machen wir auch, aber nicht jetzt, weil jetzt ist die Zeit abgelaufen. Und ich muss dieses Video beenden. Oder gucken wir mal, dann machen wir schön weiter. Es dauert dann eben noch ein bisschen, aber ich hoffe mal, euch macht es trotzdem Spaß. Macht's gut.